Hallo Leute, hier komme ich, Windrad 2011. Herzlich willkommen. Yo, herzlich willkommen zu meiner 10. Folge von Windrad 2011. Ja, so was heißt 10. Folge? Ich meine natürlich 10. Minecraft-Folge, ne? Es hat lange gedauert, aber jetzt bin ich wieder dabei, mal wieder etwas über Minecraft zu zeigen. Ich habe gerade mal auf die aktuellste Version mein Profil gesetzt, auf 1.10.2, und ich will hoffen, dass das klappt. Ansonsten muss ich wirklich sagen, muss ich auf eine andere Version wechseln, wenn das jetzt hier rumbuggt. Aber ja, okay, Freunde, es hat gerade schon mal nicht geklappt. Ich musste wieder umändern. Ich bin jetzt wieder in der Version 1.8.9. Es tut mir sehr leid, aber bei den anderen Versionen, da hat sich Fraps und Minecraft mal wieder aufgehängt. Aber hier bin ich ja auch schon wieder. Windrad 2011 ist ja auch schon wieder da, ne? Ich finde das echt nicht gut, muss ich sagen, wenn es sich dauernd aufhängt. Und ja, jetzt warten wir, weil die Welt muss generiert werden. Ihr seht es ja, Landschaft wird heruntergeladen. Jo, da bin ich wieder. Gerade war keine Rückmeldung, als wenn sich das Spiel aufgehängt hätte. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich jetzt auch noch mal, ich gehe lieber mal in eine andere Version, 1.8.5 vielleicht. Vielleicht läuft es dann noch etwas flüssiger. Es sei denn, es würde jetzt flüssig, aber ihr seht ja, wie mein Laptop damit Schwierigkeiten hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gut finde ich das nicht. Und deshalb wird Windrad 2011 nochmal eben anders wechseln. Bis gleich. Jo, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, dass mein PC das jetzt mitmacht. Windows 10 habe ich drauf. Dauert einen Moment, der muss ja erstmal die richtig laden, und wenn er es richtig hat, dann wird es, hoffe ich, gleich flüssiger, ne? Ja, ihr seht, das wird's. Jetzt komme ich wieder zu dem ganzen Obsidian. Und wir sehen, es geht jedenfalls flüssiger. Und das ist doch schon mal ein Zeichen. Ach ja, Fraps kann es einem schwierig machen. Mal hängt sich das auf, mal hängt sich das auf, mal hängt sich das, mal das, mal das auf. Diese ewigen Aufhängungen bin ich echt satt, muss ich ehrlich sagen. Und ja, okay, finde ich das auch nicht. Nee, nee, das finde ich nicht okay. Scheint ja erstmal zu funktionieren, aber ich weiß halt nicht, wie lange. Denn irgendwie immer, wenn wir was abbauen, hängt sich das Spiel dauernd hinterher auf. Jo, und da bin ich auch schon wieder. Immer wenn wir abbauen,
Komischerweise dann hängt sich das Spiel andauernd auf. Ich kann euch nicht erklären, wieso. Keine Ahnung, wirklich. Da kennt sich Winrar 2011 leider nicht mit aus. Ich habe Fraps jetzt einfach mal höher gestellt auf 50 FPS. Vorher hatte ich es nur auf 30. Ich hoffe, dass das jetzt besser klappt. Wobei das ja eigentlich nicht an Fraps liegen kann, wenn Minecraft auf einmal keine Rückmeldung mehr anzeigt, ne? Und das wundert mich. Ne? Und deshalb habe ich es mal höher gedreht. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Ihr seht, im Moment läuft es wenigstens flüssig. Ich bin in der Version 1.8.5 Vanilla. Und ja. Ja. Ich schauen wir mal eben hier. Ich muss halt dann auch ehrlich dazu sagen, dass Yo, jetzt habe ich es wieder höher gedreht auf sogar 60 FPS. Ich will hoffen, dass das jetzt klappt, weil gerade hängt sich das Spiel wieder mal auf. Und das kann es einfach, meiner Meinung nach, kann es das einfach nicht sein, weil ich es einfach blöd finde, wenn das passiert. Hier habe ich nur. Ja, hier ist mein Lager. Mein Kistenlager. Ja, wo müssen die Sachen ja auch mal hin? Na? Jo, da bin ich wieder. Gerade hang sich das Spiel wieder auf. Und ja, muss ehrlich sagen, gut finde ich das nicht. Ich weiß nicht, was der Fehler ist. Den muss ich erst rausfinden. Aber ich hoffe, dass Windra 2011, sprich ich, das bald mal rausfinde. Und dann sehen wir weiter, ne? Leg mich erstmal hin, ihr seht, es ist Nacht. So. Da bin ich auch schon wieder. Ich weiß nicht, was das immer soll. Andauernd hängt sich das Spiel auf. Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, wieso. Und stört mich mittlerweile nicht mehr. Wieso soll ich mich auch daran stören? Ne? Und von daher, so ist das halt, ne? Nicht jedes Spiel läuft flüssig, wie man es sich manchmal wünschen kann. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal Obsidian ab. Ach, wozu habe ich da unten in das Wasser? So. Das ist sehr gut, dass wir einen Eimer Wasser dabei haben.
denn unter diesem Obsidian könnte sich auch Lava heiß, 1000 Milliarden Grad heiße Lava befinden. Und das könnte uns verbrennen. Und ihr seht ja, was wir alle im Inventar gerade noch haben. Wir wollen das ja alle nicht verlieren. Schon gar nicht die eine Spitzhacke hier aus Diamant, weil die sehr wertvoll ist. Und bis wir wieder Diamant finden, könnte es ja dauern. Und okay, da bin ich auch schon wieder. Dauernd hängt sich das Spiel auf, Leute. Habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt. Müsst ihr eigentlich wissen. Dann wollen wir mal Obsidian abbauen. Ne? Machen noch störende Blöcke weg, damit wir da besser beikommen, ne? Okay, da bin ich auch schon wieder. Wollen nur hoffen, dass da keine Lava jetzt ist. Hier drunter. Nein. Ist Gott sei Dank nicht. Jetzt können wir hier Wasser setzen. Denn wenn hier irgendwo Lava ist, das Wasser fließt direkt auf die Lava und macht die Lava aus, bevor das Item überhaupt auch verbrennt, ne? Mal nicht so eine Wasserströmung hier haben. Einfach, ich stelle da einen Block hin, setze es da rein. Jo, da bin ich wieder. Das Spiel hat sich wieder aufgehängt, also gab keine Rückmeldung. Wo sind meine geröteten Augen? Redstone! Unter dem Wasser, seht ihr? Aber da kommen wir später noch hin. Wir brauchen erstmal Obsidian. Das Wichtigste, dass da keine Lava ist. Die wird nämlich vom Wasser sofort gelöscht und wird zu Bruchstein. Und wir verbrennen nicht und das Item verbrennt auch nicht. Sammeln wir das Wasser wieder ein. Würde ich mal sagen, setzen wir hier warte mal, hier war noch. So, da bin ich wieder.
Jetzt würde ich mal sagen, setzen wir den Bereich erstmal wieder dicht hier. Ach, der wurde darüber geschwemmt. So. Haben wir auch schon fast nichts mehr. So. Kommt hier jetzt wieder Wasser hin. Und wir bauen uns wieder ins Ob. Okay, da bin ich wieder. Mal wieder hat sich's aufgehört. Da bin ich wieder. Jo, wieder zurück. Dauernd hängt sich das Spiel an der Stelle hier auf. Ich weiß auch nicht. Und durch die Aufhängung habe ich halt immer wieder gesagt, da bin ich wieder. Und dann war ich auf einmal wieder weg. Dieses Spiel ist echt blöd. Ich frage mich nur. Ja, da bin ich wieder. Ich frage mich nur, wo das nochmal hinführen soll. Immer diese Spielaufhängung. Ich hasse es. In den letzten Folgen ging das, glaube ich, auch viel besser als in dieser jetzt. So, also, ich sah nur Scheiß auf Fraps und Minecraft, das geht wirklich nicht mehr zusammen. Ich werde dann mal langsam die Folge beenden und wenn ich das dann beendet habe, dann war es das auch für Minecraft. Oder ihr findet noch eine andere Lösung, wäre cool. Und die würde ich dann mir mal ansehen und mal austesten, ob das besser klappt. Aber Fraps ist richtig blöd. Also, ihr seht ja, was ich für Schwierigkeiten habe, ne? Mich hier zu bauen und so weiter. Und ich finde es einfach nicht mehr lustig und möchte unbedingt, dass das aufhört. Hatte eigentlich vor, ein Höllentor zu. Okay. Ich sag schon mal vorab Tschüss. War schön, euch 10 Minecraft-Folgen machen zu können. Und es tut mir leid, wenn es dauernd das Spiel sich auffängt. Ich freue mich. Okay, da bin ich nochmal zum letzten Mal. Vorab sage ich schon mal Tschüss. Freunde, es tut mir sehr, sehr, sehr. Ja. Ich sag dann mal auf Wiedersehen und wir sehen uns in einer anderen Folge mit Windkraftanlagen wieder, sobald das Auto wieder fertig ist. Ich habe nämlich einmal einen dicken Unfall gebaut, das Auto war nicht mehr befahrbar. Ja, und deswegen, ne, es tut mir sehr leid, wenn ihr auf Windräder wartet, aber ich kann da nun mal nichts dran ändern. Und letztens war ich ja auch noch mit einer Gruppe im Freilichtmuseum in Detmold. Habt ihr bestimmt schon mein letztes Video gesehen, glaube ich, ne? Ansonsten, wenn ihr wollt, ich kann es euch ja nochmal in der Beschreibung verlinken. Das ist mir jetzt auch egal, aber ja, ne? Ich suche mir jetzt hier einen Weg, wo ich am besten ein Höllentor mal irgendwo hin mache und so. Ja, in mein Kistenlager. Warum nicht da? Dann komme ich aus der Hölle. Und wenn ich aus dem Nether, aus der Hölle komme und ich habe meinen Inventar voll, kann ich ja auch gleich direkt die Sachen in die Kisten ablagern. Das wäre doch eine super Idee, muss ich sagen. Und ja, ne, hier nämlich, dann mache ich das hier irgendwo in eine Wand und dann ja.
Wie war das noch mal? Boah, das war 4, ne? Nee, nicht mit der hier. Ich glaube, das wäre der Umfang des Höllentores. Ja, sorry, Leute. Gerade ging es wieder nicht. So, das müsste hier meiner Meinung nach eigentlich, wir machen das mal hier oben eine Reihe zu und dann mache ich hier und okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier eine Reihe unten weggemacht, dafür oben eine gezogen, damit das Höllentor auf einer Höhe hier ist. Okay. Mach das Höllentor und dann ist Schluss mit der Folge, weil ich kann es einfach nicht, dieses dämliche Minecraft, ja. Ich sehe gerade, das ist doch noch eine Reihe zu niedrig. Kommt die Reihe doch wieder da oben weg. Der muss weg. Der war nämlich dort zu viel. Dagegen. Da. Teil, Alter. Das Teil könnte es ja echt umbringen, ey. Immer wieder dieses Verbauen, weil das Spiel buggt und den brauche ich noch. Den brauche ich hier. Ja, das ist der Umfang des. Ja, da bin ich wieder. Ich habe in der Zeit, wo das Spiel sich aufgehängt hat, wieder das besorgt. Ich zünde. Tada, unser Höllentor ist fertig. Gut, ich sag dann mal Tschüss. Danke zum Anschauen meiner 10. Folge. Ich hoffe, dass euch das nicht so stört, wo das Spiel sich so häufig aufhängt. Ne? Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht ohne Minecraft. Also, ich mache zumindest keine Folgen mehr, bis dass ich den Fehler gefunden habe. Wieso sich dauernd das Spiel aufhängt. Leute, wenn ihr Ideen habt, wieso das so ist, dann sagt's mir in den Kommentaren. Wenn ihr eine Ahnung habt, wieso, auf jeden Fall, ich finde das einfach nicht gut, dass Höllentor, Quatsch, dass sich das Spiel dauernd aufhängt, das finde ich einfach nicht okay. Und deshalb war's das jetzt. Leute, dann sage ich mal Tschüss. Und wir sehen uns in einer neuen Minecraft-Folge, in einem neuen Windkraft-Video oder ähnliches wieder. Ciao!